sagt man hier moin? Na ja, grüß Gott. Grüß Gott. Ich bin von Niedersachsen hergezogen. Vechta. Genau, in der Nähe von Vechta. Ehelte heißt das schöne Dorf. Und dachte, das wäre kein Problem, innerhalb von Deutschland umzuziehen. Das Äffle und das Pferdle haben im Besen ein Viertel jetzt viel geschlotzt. Ich bin zum Metzger gegangen, hab dort ein LKW mit ABS bestellt. Deswegen brauchen sie eine Flasche Sprudel, damit sie, wenn sie heimkommen, Kehrwoch machen können. Dann habe ich zu ihm gesagt, du kannst mal meinen LKW halten, heben. Ich würde da gerne ein bisschen Gesellz drauf drücken, gell? Ich bin über einige komische Begriffe gestolpert, die mir der nette Kollege jetzt erklären wird. Also, ich habe mal gehört, dass sich Leute hier im Besen treffen. Besen, ist das, womit man sauber macht? Ein Besen ist ein Putzgerät, aber es ist auch eine Wirtschaft, die aber nur temporär offen hat. Das heißt, ich könnte auch einen Besen eröffnen? Du könntest theoretisch einen Besen eröffnen, wenn du ein paar Weinberge hättest, ein paar Liter Wein zu Hause im Keller im Fass und Schlachtblatt kochen könntest. Dann kannst du natürlich auch einen Besen kann eröffnen. Kann ich natürlich. Plotzerlau. Ja, was ist Plotzerlau? Kennst du das? Also ich habe eine kleine Schwester, die ist 3,5 Jahre jünger als ich. Als die ein kleines Baby war, hatte ich die im Arm. Und hab dann gesagt, die darf man jetzt aber nicht Plotzerlau. Das verstehe ich. Nee. Nicht fallen lassen. Ach so. Und die Kehrwoch? Der Vermieter hat es schon angedeutet. Ja. Auf was habe ich mich da eingelassen? Auf eine Riesensauerei, ehrlich gesagt. Schlotzen? Schlotze? Schlotze. Hört sich irgendwie eklig an. Schlotze. Vorhin haben wir Bonbon geschlotzt, gell? Kurz bevor wir die Aufnahmen hier gemacht haben. Also was lutschen oder ein Viertel Schlotze? Lutschen oder was trinken? Also, aber vor allen Dingen aber im Zusammenhang mit Alkohol. Kehrwoch ist was wirklich meistens von sehr stringent auftretenden Personen durchgesetzt wird. Neu? Da denke ich an neu. Ja, neu. Also an neu von, im Sinne von alt. Nee, ja, das dachte ich. Die große Kehrwoch, die bezieht sich auf quasi das komplette Gelände. Du musst also den Eingang von der Straße bis zur Haustür muss sauber sein. Der Gehweg über die komplette Grundstücksbreite muss entsprechend gefegt sein. Hanoi. So wie die vietnamesische Hauptstadt Hanoi. Ah, und das heißt nein. Neu. Wer zum Teufel sind Äffle und Pferdle? Äffle und Pferdle sind sowas wie die heimlichen Helden von Stuttgart. Die haben einen absoluten Hit gelandet, die beiden. 3, 2, 1. Das ist der Hafer- und Bananenblues. Das ist etwas, was man haben muss. Und so weiter. Ja, ich krieg tatsächlich die Zeilen nicht mehr ganz zusammen. Gselz, Breschlingsgselz zum Beispiel. Was ist das? Breschling ist eine Erdbeere. Ein wunderschönes Wort für Erdbeere. Erdbeersalz. Nein, Erdbeergselz. Breschlingsgselz ist Erdbeermarmelade. Und auch die Kandel. Die Kandel ist quasi der Bordstein. Oder den, ja? Bordsteinstraße, da, wenn da auch nur ein Zigarettenstummel liegt, wird ganz sicherlich derjenige, der bei euch im Haus für die Kehrwoch verantwortlich zeichnet, bei dir klopfen und sagen, Sie, kommen Sie mal raus, rauslegen und Kippenstummel wegmachen.